So, meine Lieben, weiter geht's mit Reihe 25. Wir machen zwei Luftmaschen, drehen, in jedes Stäbchen kommt ein Stäbchen, jetzt kommen 7 offene Karos. Eins, zwei, vier, fünf, sechs und die 7. Dieses umhäkeln wir mit 3 Stäbchen. 1, 2, 3 und ein Stäbchen auf das Stäbchen. Jetzt kommen 3 offene. Eins, zwei, drei. Umschlag vergessen. Nochmal. So, 3. Das nächste wird wieder umhäkelt. Und ein Stäbchen auf das Stäbchen. Ein offenes. Ein geschlossenes. Jetzt kommen wieder 3 offene. Eins, zwei und die 3. Ein geschlossenes. Ein offenes. Ein geschlossenes. Drei offene. Eins, zwei, drei, ein geschlossenes. Ein offenes. Ein geschlossenes. Drei offene.
Eins. Zwei. Und die drei. Ein geschlossenes. Und jetzt sieben offene. Eins. Zwei. Vier. Fünf. Sechs. Und die sieben. Und nun in jedes Stäbchen ein Stäbchen. Insgesamt noch einmal vier Stäbchen. So, damit sind wir schon in Reihe 26. Wir machen zwei Luftmaschen, drehen das Ganze. In jedes Stäbchen kommt ein Stäbchen. Jetzt kommen sechs offene. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Und die sechs. Ein geschlossenes. Fünf offene. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Ein geschlossenes. Fünf offene. Zwei. Drei. Vier.
Und die 5. Eingeschlossenes. Fünf offene. Eins. Zwei. Und die 5. Eingeschlossenes. Fünf offene. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Eingeschlossenes. Und jetzt 6 offene. Eins, zwei, drei und die 4. Fünf. Sechs. In jedes Stäbchen jetzt ein Stäbchen, insgesamt 4 Stück. Zwei. Drei. Und die 4. Zwei Luftmaschen für die Höhe. Wir wenden und sind damit in Reihe 27. 4 Stäbchen für den Rand. 1, 2, 3, 4, 6 offene. Eins, zwei, drei,
4. Fünf, sechs, Stäbchen auf Stäbchen, fünf offene, eins, zwei, drei, vier, und die fünf, Stäbchen auf Stäbchen. Fünf offene, eins, zwei, drei, vier, und die fünf, Stäbchen auf Stäbchen. Fünf offene, eins, zwei, drei, vier, fünf, Stäbchen auf Stäbchen. Fünf offene, eins, zwei, drei, vier, fünf, Stäbchen auf Stäbchen. Und jetzt sechs offene.
Eins, zwei, drei, vier, fünf und die sechs. In jedes Stäbchen ein Stäbchen. Eins, zwei, drei und die vier. Zwei Luftmaschen für die Höhe und wir sind in Reihe 28. Wir beginnen wieder mit vier Stäbchen. Eins, zwei, drei, vier. Jetzt kommen sieben offene. Eins, zwei, drei, vier, fünf sechs sieben Das nächste wird umhäkelt. Drei offene, eins, zwei, drei, umhäkelt. Offen. Umhäkelt. Offen. Jetzt kommen noch zwei offen, so dass wir wieder drei offen haben. Umhäkelt.
Hoffen. Umhäkelt. Drei offen. Und die drei. Umhäkelt. Moment, das habe ich nicht schön erwischt. So, jetzt aber. Offen. Umhäkelt. Drei offen. Eins. Zwei. Und die drei. Geschlossen. Eins. Zwei. Drei Stäbchen und ein Stäbchen in das Stäbchen. Ja, und jetzt kommen sieben offen. Eins. Zwei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Und in jedes Stäbchen ein Stäbchen, insgesamt vier Stück. Zwei. Und die vier. So, unser Tischläufer sieht jetzt mittlerweile schon so aus. Hier haben wir unseren Rand offen und hier haben wir unser Muster. Ich bewege das mal so ein bisschen hin und her, weil ansonsten ist es sehr schwierig, das Muster einzufangen. Oder warte, ich probiere es mal anders. So, ja, so sieht man es besser. Jetzt haben wir hier schon wunderbar unser Muster. Seht, hier sieht man so die schönen, die einzelnen Karos, wie sie so lang laufen. Natürlich dann gezogen und gespannt. Sieht das Ganze dann, Moment, so aus. Da sieht man dann die Karos noch ein bisschen schöner. Aber ich finde, so langsam macht da wirklich was her. Und man kann wunderbar erkennen, wie es am Ende dann auch werden soll. Hier bin ich jetzt übrigens schon im Farbwechsel drin. Ich habe jetzt schon das zweite von den Mini-Bobbles. So, wir beginnen jetzt mit Reihe 29.
zwei Luftmaschen für die Höhe. Wir drehen. So, Stäbchen auf Stäbchen, insgesamt vier Stück. Eins. Zwei. Drei. Vier. Wir machen jetzt acht offene Gitter. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, und die acht. Jetzt kommt ein geschlossenes. Eins offen. Ein geschlossenes. Drei offene. Eins. Zwei. Drei. Geschlossen. Offen. Geschlossen. Drei offen. Geschlossen. Offen. Geschlossen. Drei offen. Eins. Zwei. Oh, ihr seid ein bisschen arg weit weg. So, ist besser. Und die drei.
geschlossen. Einmal offen und geschlossen. Und achtmal offen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht und jetzt in jedes Stäbchen ein Stäbchen. Ja, und fertig sind wir auch schon wieder mit dieser Reihe. Weiter geht's in Reihe 30. Wir machen zwei Luftmaschen. Drehen das Ganze. Und in jedes Stäbchen kommt jetzt ein Stäbchen, insgesamt vier Stück. Zwei. Drei. Und die vier. Jetzt kommen neun offene. Eins. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht und die neun. Ein geschlossenes. Fünf offene. Eins. Zwei. Drei. Vier, fünf,
5. Ein geschlossenes. 5 offene.4, 5. Ein geschlossenes. 5 offene. 1. 2. 4, 5, ein geschlossenes. 9 offene. 4, 5. Entschuldigung, nicht 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und die 9. Und jetzt in jedes Stäbchen ein Stäbchen. Und die 4. So, meine Lieben, damit haben wir Reihe 30 auch geschafft. Das heißt, wir sind für heute wieder durch, haben wieder unsere 6 Reihen. Und unser Muster sieht jetzt so aus.
Das ist noch nicht gezogen, nicht gespannt oder irgendwas. Wir sind mittlerweile auf einer Länge von nur 32 cm und das ungezogen. Also wir sind hier nicht gezogen, nicht gespannt, aber ich finde, muss man bei dem Muster auch nicht. Es sieht auch so wunderschön aus und man kann es richtig toll auch schon so auf den Tisch tun. Und der Farbverlauf, wenn das hier so langsam etwas dunkel wird, das finde ich eigentlich schon sehr, 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 sehr schön. So, wir sehen uns dann morgen wieder mit der Reihe 31 bis inklusive 36. Aber um die kümmern wir uns dann morgen. So, ich hoffe, die Anleitung macht euch bis jetzt Spaß. Ihr seid noch fleißig mit dran und euer Tischläufer wächst genauso wunderbar. Ich sage danke fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen.